Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Let's Go Eevee. Ja, und diesmal sind wir im Bertania-Wald und wollen uns ein paar Pokémon schnappen. Aber ich glaube, das habe ich schon in der letzten Folge auch gemacht. Auf jeden Fall, wir müssen durch den Wald. Den Düsterwald der Düsterheit und der Wald der Vergessenheit. Also lass uns durchdüsen. In die Zukunftsheide und deinen Pokéball. Hallo. Ich weiß nicht mehr, was habe ich noch mit für Pokémon gefangen. Ich glaube, viel zu viele. Mensch, willst du mit mir tratschen? Ich wollte ein Pokémon fangen und habe einen Pokéball nach dem anderen geworfen. Doch dann sind sie mir ausgegangen. Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Denk für den Typ. Auf jeden Fall Mini. Safcon. Mintik. Du gehörst mir. Pokéball. 2, 3. Kling. Oh, scheiße. Du kleines, mieses Safcon. Ich freue mich schon, wenn man beim ersten Orden sind. Bei Mr. Rocco. Ich habe gehört, das Shiny Hunting wäre, könnte man, man könnte halt das Shiny Pokémon erkennen, da es so schillernd, Wow, ich habe ein Taubsi Level 8, ein Schnuffenser Level 8, ein Schnuffenser Entwickler. Und dass es wieder so Shiny Hunting Videos wieder gibt, wo man sich denkt, na passt, alles klar. Aber da muss man sehr viele Pokémon in einer Serie, halt dieselben Pokémon in einer Serie fangen. Und ja. Entschuldigung, weißt du, ob in diesem Wald Bisasam leben? Ja, tatsächlich ist es so, dass in diesem fucking Wald Bisasam gibt. Ja, ich hoffe, ich erwische einmal eins. Ach, Kirby. Ist immer wieder lustig. Ich check nicht, warum das so gemacht worden ist, dass sich Evoli wie Kirby anhört. Hölle. Komm schon, mach Tackle. Tackle. Sehr brav. Es fällt um. Ich erhalte 18 EPs und mein Team. Menno, ich hab dir doch nur eine unschuldige Frage gestellt. Ja, und du wolltest kämpfen. Also. Gibt's jetzt Bisasam? Mein Freund hat mir gesagt, dass es hier ein Bisasam gesehen hat. Ob das wohl stimmt? In meinem Pokédex steht davon nichts. Ich hoffe, dass der Sound nicht dazu kommt. Das wäre ziemlich kacke. Aber da ist ein Pikachu. Ich glaube, Pikachu habe ich schon. Noch ein Pokémon-Kampf. Der Pokémon-Kampf beginnt. Los, du bist dran. Kokuna. Und mein treues Evoli. Ich möchte wissen, ob sich Evoli entwickelt. Also dieses entwickeln kann. Oder wird es so wie Pikachu? Fuck you, ich will mich nicht entwickeln. Auf jeden Fall, wir werden es früh genug herausfahren. Wenn es einen gewissen Level erreicht hat oder wenn wir die ersten paar Steine haben, Evolutionssteine, dann erfahren wir es. Natürlich habe ich mir einen zweiten Account erstellt, damit ich so nebenbei eifrig spielen kann, wenn mir langweilig ist. Nicht, dass ich immer dann nebenbei aufnehmen muss, wenn ich spielen will. Oh, scheiß Taubsi. Ist da noch ein Trainer? Das ist ein Pokéball. Pokéball. Ein Trank. Du hast einen Trank gehabt. Ist dein Weg? Nee. Auf jeden Fall finde ich die Grafik von Bertania-Wald auch sehr hübsch. Von den ganzen Bäumen her. Oh mein Gott, genau ins Kokuna reingerast. Kokuna. Ich sag nur eins. Flüchten! So. Ah ja, noch was zu sagen. Bei den Aufnahmen kann es sein, dass meine Stimme ein paar Minuten weiter hinten ist als sonst. Das ist, weil ich mich
ab und zu in der Zeit vertue beim Aufnehmen, halt zum Verschieben das Audio. Wenn nämlich aufgenommen wird auf der Switch, zumindest das Spiel, und meine Stimme wird auf dem Computer beim Audio-Werkzeug aufgenommen. Und ja. Und deshalb nehme ich die ganze Zeit so auf. Nicht schrecken, falls die Stimme mal eine Sekunde vielleicht zu früh ist. Aber ich sehe nach, ob ich das irgendwie strugglen kann. Also richten. Das wird kein Problem sein für mich. Und ich habe gewonnen. Jawohl. Wollte ich schon immer gewinnen. Ein Schafkorn. Ein Schafkorn. Wieso gibt es so viele Safkons? Was ich noch weiß, man bekommt ein bisschen Samen beim zweiten Orden, wenn man schon 30 verschiedene Pokémon gefangen hat. Die fucking. Oh. Ich kann das. Ich hab die Macht. Muah. Komm schon. Jawohl. Ja. Bester Mann. Gegen den Sinn. Was ich auch seltsam finde, es gibt keinen PC. Keinen einzigen PC. Und was ich sehe, es sind 1000 Schnuffenser, Safcons und was weiß ich noch. The Wakes. Ah, da ist ein Pokéball. Look Parfüm. Was bringt sich das? Kann ich denn bitte haben? Herzauber. Lass mal schauen. Ein Parfüm, das für kurze Zeit vermehrt seltene Pokémon anscheinend ist. Oh mein Gott! Ich hab's gefunden! Ein Bisasam! Nein, ich renne genau ins Horn, du rein! Ich will das Bisasam! Digga, geh auf die Seite! Ich muss das Bisasam fangen! Ja, komm zu mir, Bisasam! Jawohl, Bisasam! Jawohl, Bisasam, ich hab dich! Ich hab dich! Ich bin so happy! Kommst du mal der Himbeere frisch? Komm schon, mein kleiner. Und jetzt wirst du gefangen. Los, Pokéball! Hoffentlich ist es drinnen. Ich hoffe so viel. Bitte nicht rausschmeißen. Jawohl, Digga! Ja! Ich hab ein Bisasam. Bisasam, 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 Bisasam. Ja. Einmal Doppelkick für mich. Gegen Euler. Aber ich bin so froh, ich habe ein Bisasam. Jetzt tausche ich mal gegen das Ratzfratz. Jawohl, Bisasam, Alter, ich habe ich. Es taumelt tagelang ohne Nahrung aus, da es in dem Samen auf seinem Rücken Nährstoffe speichert. Das ist schön. Show me your back. So, Bisasam hau ich mal ins Team. So, das ist meine Special Box. Aus dem Team entfernen. Und da möchte ich jetzt Bisasam. Ah, das kann man an den Professor schicken. Sehe ich gerade. Möchte ich jetzt mal was sehen. Was ist, wenn wir das am Professor mal schicken? Das. Das. Das und das verschicken. Die Pokémon wurden an den Professor verschickt. Du hast eine Nachricht erhalten. Vielen Dank für den Transfer. Das bringt meine Forschung sicher voran. Zum Dank erhältst du mir eine Belohnung, die dir beim Training deiner Pokémon hilft. Sie wird sie stärker machen. Energie. Ah! Interessant. Da kriegt man nicht die bestimmten Pokémon-Bonbons, sondern eher mehr Flott-Bonbons oder so. Heil-Bonbons. Mehr EP-Bonbons. Vielleicht Entwicklungs-Bonbons. Keine Ahnung.
Das ist so wie das Rotum-Kreisel-Dingens. Vielleicht geht es noch in dieser Fall aus, dass man zu Orden kommt. Ich glaube schon, dass ich dann beim Orden bin, aber in der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich den nächsten Orden erst machen. Denn ich sehe, dass ich die Folgen nicht zu lang und nicht zu kurz mache, sondern nur 15 Minuten die Standardfolgen. Bla 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 bla. Auf jeden Fall Topsys Level 9. Spieltrick Hornlöse Level. Seit wann habe ich einen Hornlöse? Ich dachte, ich hätte einen Kokuna. Ja, jetzt entwickelt sie es. Hallo! Eine Entwicklung live. So wie beim. Das ist so wie beim Pokémon Go spielen, wie sie das entwickelt. So mit Kugel. Und dann noch das Geräusch. Und dann ein bisschen Wackelung ins Spiel setzen. Sieht immer gut aus. Wir haben ein Kokuna. Sehr schön. Und es erlernt direkt noch Härtner. Ein Kokuna mit Härtner. Wollte ich schon immer haben. Pikachu, du bist mir weg. Kein Topsy. Kein Topsy. Tau! So, auf jeden Fall finden wir raus. Hallo Typ, ich muss dich anreden. Ihr hört EVP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus dem einzelnen Statuswert zusammen. Nett. Hey Opa, was hast du so? Hier und dort hast du bestimmt schon mal Streicher am Wegesrand bemerkt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit der geheimen Technik Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Spaltschnitt. Habe ich noch nie gehört. Ich denke, er meint Zerschneider. Ein Ratzfatz, ein fettes Sonleo, ein Raupi, Ratzfatz. Ratfratz macht mir ein bisschen Sorgen. Es könnte mich niederrennen. Ah, Carlos. Ah, du kommst wie gerufen. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Red? Da kann man gegen einen superstarken Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen, ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg daran vorbei. Schau mal, Evoli. Ist auch schon ganz heiß auf einen Arena-Kampf. Stimmt doch, oder Evoli? Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch hier. Was kriege ich? Ein Trinkchen. Ich war im Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arenaleiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf einem Weg zur Pokémon-Liga. Also viel Glück euch beiden. Ihr schafft das! Vielen Dank. Ja. Auf zur Arena. Ich glaube, Pokémon brauche ich nicht teilen. Es hat, glaube ich, nicht zu viel. Ah, das Parfüm wirkt nicht mehr. Ich habe nicht mehr gewusst, dass das Parfüm für eine bestimmte Zeit wirkt. So. In der Arena, auf der Arena, für die Arena. Was? Wow. Das sind sogar Zuschauer. Aber ich hätte immer geglaubt, die Statuen sollten ein Kangama darstellen. Aber jetzt sehe ich das Kangama mit Flügeln. Also ist es ja ein Kangama, also könnte es ein verkrüppeltes Dragonran sein. Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen. Also pass auf! In der Arena von Marmoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir deinen Vorteil gegenüber den Gegner als Stein-Pokémon verschaffen kannst. Dir der hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt, aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen und Wasser. Wenn du gegen den Arena-Leiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon von Typ Pflanze oder vom Typ Wasser zeigen. Na gut, wir haben ein super Pflanzentypchen, auch genannt Bisesam und Schnupfensa. Und prächtig! Dieses Pokémon darfst du dich an der Arena vom
Pokémon City versuchen, immer hereinspazieren und lassen sich nicht unterkriegen. Zukünftiger Champ. Na gut. Ah, geht sich leider nicht von der Seite. Okay, Leute. Das sag ich mal. Das war's jetzt mit der Folge. Ah, der Vogel nervt die ganze Zeit. Der was da um mein Kabel rumspielt. Auf jeden Fall war's das mit der Folge. Pokémon, let's go, Evoli! Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert mich, liked es, bewertet es und bis zum nächsten Mal.